Wie geht es Ihnen denn, beziehungsweise wie geht es dem Tourismus im Moment gerade in Tirol? Wie ist die Buchungslage denn jetzt und wie ist es auch mit dem Schnee? Wie schaut es da aus? Ja, es sind keine schönen Zeiten im Tourismus. Es ist eine dramatische Lage. Eine ausreichende Buchungslage, keine schlechte Buchungslage. Allerdings ist natürlich das Hickhack mit der Sperrstunde für uns ein riesengroßes Thema. Nicht nur emotional, sondern auch in Bezug auf einen Imageschaden für unser Tourismusland. Ja, wissen Sie, versteht kein Mensch im Tourismus, aber auch außerhalb vom Tourismus diese Regeln. Es bestätigen auch viele Epidemiologen, dass genau diese Sperrstunde, die man jetzt in der Gastronomie macht, ein Desaster ist, weil die Menschen dann privat feiern. Und noch dramatischer wird es dann in der Hotellerie. Wir dürfen ja nur Gäste nehmen mit 2G+. Das heißt auch noch mit einem Test oder geboostert. Und dann sitzt der Gast zum Beispiel beim Frühstück oder am Abendessen bis 20 Uhr, 22 Uhr, muss dann ins Zimmer rauf und am nächsten Tag frühstückt er wieder in genau im gleichen Raum. Die Virologen bestätigen jetzt, dass diese Sperrstunde überhaupt nichts bringt, dass es zwar ein gutes Zeichen ist. Und deshalb bringt mich zum Schäumen, denn ein gutes Zeichen zu setzen und dabei viele Existenzen in Tirol zu riskieren, viele fleißige Familienbetriebe zu verunsichern und vor allem mit dem Image von unserem Tourismus spielen, das darf einfach nicht sein. Und da appelliere ich wirklich an den Gesundheitsminister, sich das nochmal anzuschauen. Wir wären bereit mit 23 Uhr und 1 Uhr zu Silvester. Das ist ein Schritt auf den Gesundheitsminister zu. Das heißt eben mit der aktuellen Regel, wie würde das aussehen? Das heißt eben, dass zum Beispiel ja viele Hotels, die eben auch einen Restaurantbetrieb dabei haben, die haben dann am Abend ein Silvestermenü und um 22 Uhr heißt es dann so, ab aufs Zimmer und dann um Mitternacht sind dann die Menschen am Balkon oder die sind dann, die gehen dann vor die Tür, schauen sich das Feuerwerk an, wenn es überhaupt ein Feuerwerk gibt oder wie kann man sich das vorstellen? Also stimmungsloser geht es ja wahrscheinlich kaum. Sie sagen es, genau so ist es. Die Gäste sind sehr sauer, sind verunsichert. Teilweise reisen die Gäste ab und gehen zum Beispiel nach Südtirol oder in die Schweiz. Müssen Sie sich vorstellen, in Ischgl ist das ganz wenige Luftmeter entfernt. Da kann man dann ganz normal feiern in der Schweiz in Samnaun. Und der Gast kommt ja zu uns wegen unserer Gastfreundschaft. Wir sind Weltführer, wir sind das Tourismusland Nummer 1 Österreich generell. Und jetzt kommt der Gast dann und muss um 22 Uhr ins Zimmer rauf, darf sich in sein Zimmer setzen, vom Balkon das anschauen, darf aber bis 22 Uhr im Speisesaal sitzen. Und wir haben ja ausreichende Sicherheitsvorkehrungen. Wir haben Abstand, wir haben Maskenpflicht. Das heißt, das Virus ist ja nicht um 1 nach 10 aggressiver. Und das ist ein absolutes Drama, was kein Mensch versteht. Jetzt sitzen Sie auch im Tiroler Landtag für die ÖVP. Sie haben ja explizit auch eben an den Bundeskanzler appelliert. Von wem geht das denn jetzt aus, dass diese Maßnahmen so sind, wie sie sind zu Silvester? Liegt das allein beim Gesundheitsminister oder wie schaut das aus? Die aktuelle Verordnung wurde leider nicht mit dem Tourismusministerium abgestimmt und das erzürnt uns ganz besonders, denn wie wird das Ganze denn dann eigentlich gehandhabt vor Ort? Also sprich, kommt dann die Polizei kontrollieren in den Hotels oder wie funktioniert denn das? Also von der Handhabe her? Muss ich einmal sagen, grundsätzlich kann man der Polizei da keinen Vorwurf machen. Die machen ihren Job, die machen das sehr gut. Ja, das ist, wissen Sie, als Politiker und Interessensvertreter beschäftigt man sich sehr viel mit dem Thema natürlich und selbst ich muss anfangen nachlesen, weil sich kein Mensch mehr auskennt. Weil das können wir so nicht stehen lassen. Es ist 11:55, die Branche ist absolut verunsichert. In den Städten werden schon die Partys in den Kellern organisiert mit den Studenten. Das heißt,